Hallo und herzlich willkommen zu Narcisso Teil 1 und an meiner Seite wieder Julie. Mhm. Und Dreambird. Jo, Halli, hallo, guten Tag. Ja. Guten Abend! Oh Gott, das, nein, bitte nicht. Das ist die zweite Aufnahmesession. Das heißt, wir können also endlich auch auf eure Kommentare eingehen. Und bevor wir anfangen. Erstmal vielen Dank für die ganzen Kommentare und schöne Grüße an Hikari Translations, die natürlich das Spiel übersetzt haben und auch fleißig kommentiert haben, und an Sasuke Fanboy und an alle anderen stummen Zuschauer auch schöne Grüße. Und am Ende dieser Spielsession werdet ihr noch eine kleine Info bekommen, also das kommt er später. Du musst doch nicht alles verraten. Ja, die sollen ja dranbleiben, damit sie die Info kriegen. Also ich glaube, dafür wollen sie gar nicht dranbleiben. Wahrscheinlich nicht, nein. Wahrscheinlich nicht. Jetzt vergrault die doch nicht wieder. Lass anfangen jetzt. Alles klar, ja. wir spielen immer noch die Voice-Version und diesmal, ich habe gehört bekommen, dass das jetzt besser funktioniert mit der Sache, die wir ab Part 3 gemacht haben, und deswegen werden wir das auch so weitermachen. So, dann werden wir hier keine Pause mehr machen, aber wir werden es trotzdem nochmal vorlesen. Bitte. Ja, Dreamy, dein Part. Achso, ich dachte, du klickst Nein. Jetzt, das hatten wir doch schon vorgelesen, okay. Na gut. Wir werden hier eine kurze Pause machen. Ja. Endlich hielt ich das Auto an. Weit weg von der Stadt, irgendwo bei einem Straßenrand. Ein einsamer Ort, ohne großen Verkehr. Als ich das Auto an einem Ort stoppte, dessen Namen ich nicht einmal kannte, begann ich das Innere des Autos zu erforschen. Wenn dort Dinge wären, die auch nur im geringsten nützlich sein könnten. Wir sind ohne jegliche Vorbereitung losgefahren, aber ich konnte sehen, dass wir schon bald in Schwierigkeiten stecken würden. Während ich darüber nachdachte, suchte ich zuerst auf dem Armaturenbrett. Nicht zu finden. Dort lagen nur ein paar hundert Yen und wahrscheinlich Wechselgeld von den Mautgebühren. Der Rest waren einige Mangas und eine Einwegkamera. Wir hatten zwar kein Ziel, aber das Navigationssystem, welches im Auto installiert war, schien kaputt zu sein. Ich selbst hatte nur 8000 Yen dabei. Als ich fortging, hatte ich das Geld schnell in meine Tasche gesteckt. Wenn ich dazu das eben gefundene Geld nehme, hatten wir vielleicht 9000 Yen. Natürlich hatte ich nicht einmal damit gerechnet, irgendetwas im Auto zu finden. Aber mit dem wenigen Geld würden wir schon sehr bald Probleme bekommen. Wir konnten uns damit nicht mal eine Unterkunft leisten. Das sah auch nicht so aus, als hätte das Mädchen Geld dabei. Gibt es ein Problem? Nein, nichts. Ach, was soll's. Das hätte ich von Anfang an wissen müssen. Wir hatten nicht einmal darüber nachgedacht, geschweige denn einen Plan auf die Beine gestellt. Ich wollte einfach weg. Ich wollte nicht stillstehen. Unter dem sich nun verdunkelnden Himmel startete ich das Coupé erneut. Hey, hast du Hunger? Während ich fuhr, fragte ich das Mädchen neben mir. Wir hatten seit dem Morgen nichts mehr gegessen. Wollen wir bei einem Supermarkt anhalten? Nein. Hey. Nun hab dich mal nicht so. Verglichen mit dem Essen des siebten Stocks muss es einfach besser schmecken. Doch sie antwortete mir nicht.
Stattdessen schaute sie nach unten auf den pinken Schlafanzug, den sie noch immer trug. Sieht bestimmt witzig aus. Oh, stimmt ja. Ich schaute ebenfalls auf meine Kleidung. Selbstverständlich würden wir in diesen Schlafanzügen zu viel Aufmerksamkeit auf uns ziehen, egal wo wir waren. Innerhalb des Autos war es zwar kein Problem, aber auf Dauer war es keine Lösung. Daran mussten wir unbedingt etwas ändern. Nachdem ich meine Entscheidung getroffen hatte, fuhr ich in Richtung Stadt, runter von der Autobahn. Nachdem wir ein wenig gefahren sind, erreichten wir eine Straße, deren Namen ich nicht kannte. Wahrscheinlich in der Nähe eines Bahnhofs. Es waren auf jeden Fall eine Menge Leute unterwegs. Es muss hier doch irgendwo in der Gegend einen geben. Leicht aufgerichtet im Fahrersitz sitzend, suchte ich die Gegend ab. Hab einen. Nach einer kurzen Irrfahrt fand ich einen Münzautomaten. Der Automat sah sehr heruntergekommen aus. Er stand im Erdgeschoss eines kleinen Waschsalons. Hier könnte es klappen. Nicht weit entfernt vom Eingang des Gebäudes hielt ich an. Okay, ich bin gleich wieder da. Während ich das verdutzte Mädchen im Auto allein ließ, ging ich in Richtung des Automaten. Als sich die automatischen Türen öffneten, stieg mir der Geruch von Bleich und Reinigungsmittel in die Nase. Das Innere des Gebäudes sah genauso runtergekommen aus wie die Fassade. Hier ist niemand, murmelte ich allein in diesen leeren Laden. Nur ein einzelner Trockner lief und gab sein charakteristisches Geräusch von sich. Schnell bewegte ich mich zu der Maschine hin und überprüfte den Timer. Es sah so aus, als ob 200 Yen eingeworfen worden sind. Der Timer steht auf 30 Minuten und bis jetzt sind lediglich 5 Minuten vergangen. Bis die Wäsche fertig getrocknet ist, wird die Person wohl woanders hingegangen sein, um die verbleibende Zeit totzuschlagen. Mit dieser Schlussfolgerung ging ich zum Ausgang und schaute mich nach jemandem um, dem die Wäsche gehören könnte. Nachdem ich sicherstellte, dass niemand in der Nähe war, bewegten sich meine Hände zur Trocknertür und öffnete sie mit einem Ruck. Da seine Tür inmitten eines Trockenzyklus geöffnet wurde, wurde er zu einem vorzeitigen Stopp gezwungen. Ich ignorierte den heißen Dampf und nahm einen halbtrockenen Klumpen Wäsche heraus. Dann, nachdem ich noch einmal mich vorsichtig umgesehen hatte, verließ ich den Waschsalon. Sie klang etwas überrascht, nachdem sie die... war jetzt von ihr, ne? Macht nichts. Okay. Sie klang etwas überrascht, nachdem sie die Kleidung in meinem Armen gesehen hatte. Jedoch warf ich die Kleidung einfach auf die Rückbank, ohne etwas zu sagen. Okay, lass uns von hier verschwinden. Ich möchte hinweisen, dass es schon Sounds im Spiel gibt, also ich fand das einfach interessant und hab das einfach so weitergemacht. Das hättest du mir aber gleich sagen können, Mann. Ach, wieso? Ich bin davon ausgegangen. Aber jetzt überhaupt nicht dran gedacht, sorry. Okay, gut, sorry. Mit einer Hand am Lenkrad sah ich auf den Kleiderhaufen hinter mir. Auffällig bunte Jeans und Pullover, sonst nichts. Die Kleidung entsprach wohl eher der Größe L. Sie sind zwar noch alle nass, aber durch die Wärme des Autos würden sie wahrscheinlich schnell trocken werden. Ich muss mich erstmal ein bisschen beruhigen wieder.
zieh dir nachher an, was dir gefällt. Sie reagierte nicht, sondern sah einfach nur auf den Wäschehaufen. Hey, was hätten wir denn sonst tun sollen? Ich weiß. Das hat gerade nicht auch Spaß gemacht. Klar, wir hatten Geld, aber deswegen müssen wir es nicht gedankenlos verschwenden. Wie dem auch sei, mit unserem derzeit vorhandenen Geld wäre es schwierig geworden, uns neben Essen auch noch neue Kleidung zu kaufen. Nachdem ich eine Weile gefahren bin, als der Mond hoch am Sternenhimmel stand, stoppte ich das Auto in der Nähe eines Parks. Wahrscheinlich war das eine Art Kinderspielplatz. Er lag in der Mitte eines Wohnviertels. Dort begann ich, die Kleidung zu durchsuchen, die ich zuvor gestohlen hatte. Wegen der Hitze im Auto waren sie nun so gut wie trocken. Sieht so aus, als wären das alles Sachen für Männer. Auf einen Blick erkannte ich, dass es alles knallbunte Jeans und Jogginghose waren. Ja. Wahrscheinlich von jemandem meines Alters. Auch die Größe schien meiner ähnlich. Und dann, während ich noch immer im Fahrersitz saß, nahm ich mir eine Hose und einen Pulli und begann mich umzuziehen. Hey, du solltest dir auch irgendetwas anziehen. Sie sind alle viel zu groß. Dann willst du also für immer deinen Schlafanzug tragen? Na gut. Sie antwortete nur widerwillig, nahm sich ein paar Sachen und verließ das Auto. Hey, wo willst du hin? Mich umziehen. Und nachdem sie dies gesagt hatte, ging sie in Richtung des WCs, welches im Park stand. Hey, das ging aber schnell. Nach nur einigen Augenblicken kam sie wieder zurück. Den rosa Schlafanzug, welchen sie bis jetzt immer anhatte, lag nun über ihren Armen. Jetzt trug sie Jeans und einen weißen Pullover. Naja, es ist gut, dass du was zum Anziehen gefunden hast. Keine Antwort. Es war etwas, das ich schon kommen sah. Die Kleidung war einfach viel zu groß. Die Jeans war zu lang und musste hochgekrempelt werden, genau wie die Ärmel des Pullis. Der Schlafanzug gefiel mir besser. Nun sag doch nicht sowas. Zumindest ist es so ein wenig wärmer, oder? Sie macht ein leicht enttäuschtes Gesicht. Ich denke, etwas Feminineres wäre besser gewesen, oder? Nicht wirklich. Dieselbe Antwort wie immer. Ich war sicher, sie war mit dem Pullover unzufrieden. Doch schon nach kurzer Zeit kehrte ihr gewohnter, emotionsloser Gesichtsausdruck wieder zurück. Auf einmal begann es zu regnen. Der kalte Regen fiel vom Januarhimmel, als gäbe es keinen Morgen mehr. Zahlreiche Tropfen prasselten auf die Windschutzscheibe hernieder. Und wenn sie zu groß wurden, um noch genug Halt zu finden, schlossen sich ein paar von ihnen zusammen und bildeten einen Fluss. Und diese Flüsse würden immer mehr Regentropfen verschlingen und nach unten fließen. Wir beide starrten gedankenlos auf den Regen. Auf einem Parkplatz, an einem einsamen Platz irgendwo in den Bergen. Nachdem wir in einem Laden eingekauft hatten, verbrachten wir hier die Nacht. Das Abendbrot, 2 Reisbälle, 500 Milliliter Pokari, eine halbe Tüte Chips.
Es ist schon eine ganze Weile her, seitdem wir so etwas gegessen haben. Ja. Murmelte sie, während sie einen Reisball in der Hand hielt. Er war nicht von hoher Qualität, aber er war bedeutend besser als das Essen vom 7. Stock. Und dann, als wir beide gleichzeitig nach der Chipstüte griffen, schoppte sie plötzlich ihre Hand. Stimmt irgendetwas nicht? Schon gut. Aber ihre Augen waren auf das Fenster gerichtet und starrten auf den Regen. Dort am Straßenrand konnte man ein paar weiße Blumen sehen. Weiße Blumen, durchnässt vom Regen. Ich wusste nicht, ob jemand diese gepflanzt hatte oder nicht, aber auf jeden Fall kamen sie mir bekannt vor. Sind das nicht Narzissen? Narcissus. Narcissus. Sie wurden auch Osterglocken genannt. Ach ja, richtig, Narcissus. Ich wusste nicht viel über Pflanzen und ähnliche Dinge, aber von Narcissus habe ich zumindest schon einmal etwas gehört. Und dieses Mädchen, was normalerweise jedem Gespräch auswich, begann von sich aus eine Unterhaltung. Das war der Grund, warum ich versuchte, das Thema aufrechtzuerhalten. Ah, und diese hier sind also auch anders als die da hinten? Ja, um genau zu sein, sie sind verschieden. Sie sind also ein seltener Anblick. Nicht wirklich. Du kannst sie überall finden. Überall? Und wo zum Beispiel? Es interessierte mich nicht wirklich. Ich wollte einfach nur die Unterhaltung so gut wie möglich am Leben erhalten. Und dann dachte sie für einen Moment und begann langsam zu sprechen. Westen. Westen? Awaji-Shima ist bekannt für Narcissus. Also die ganzen Erklärungen werde ich nicht vorlesen. Ich werde nur halt länger dann das zum Anschauen dalassen. Einfach, damit es angenehmer ist. Awaji-Shima? Ach, du meinst... Wie weit denkst du, wäre das von hier entfernt? Als jemand, der gerade erst begonnen hatte, Auto zu fahren, konnte ich mir die Entfernung nicht vorstellen. Es waren wahrscheinlich um die 700 Kilometer, aber selbst auf den Autobahnen konnte ich mir nicht vorstellen, wie lange es dauern würde. Und um genau zu sein, hatten wir nicht einmal genug Geld. Selbst wenn wir ausschließlich auf Landstraßen fahren würden, wäre der Preis für das Benzin doch viel zu hoch für uns. Hey, red nicht so einen Stuss. Es gibt sowieso keine Möglichkeit, dorthin zu kommen, richtig? Wer hat denn gesagt, dass ich dorthin möchte? Hä? Ich habe einfach nur deine Frage beantwortet. Und nach dieser simplen Antwort sah sie wieder durch die Windschutzscheibe in Richtung der Blumen. Die Fenster in dem Auto waren durch die Kälte beschlagen und undurchsichtig. Doch ihr Blick durchdrang auch diese weiße Wand. Ich wollte ebenfalls nicht unbedingt dorthin. Aber ich kenne keinen anderen Ort, zu dem ich hätte fahren können. Ja, das war Kapitel 2, das silberne Coupé. Und ich würde einfach den Part jetzt schon beenden.
Der ist vielleicht ein bisschen kürzer als sonst, aber es ist halt ein schöner Cut. Deswegen dachte ich mir so, dass ich euch nochmal frage, wie findet ihr bisher die Entwicklung des Spiels? Ich muss sagen, sie wirkt zwar sehr wortkarg und nicht gerade gesprächig, aber ich denke, es wäre doch interessant zu wissen, was sie zu erzählen hat. Also sie scheint ja von den Narzissten ziemlich viel Ahnung zu haben und auch Interesse zu haben. Ja, das erfahren wir aber leider erst im zweiten Teil dann, ne? Also Narzisst Teil 2, ne? Möglich, aber ich weiß es auch noch nicht. Also, ja, sie wirkt sehr interessant von ihrer Art und Weise her. Ansonsten so, ich habe ja vorhin kurz in das Video reingeschaut, die Musik gefällt mir ziemlich gut. Ja, ich bin gespannt, ob die da jetzt dann doch hinfahren oder wie sie da hinkommen. Und ja, mal gucken, ne? Ich hoffe, dass es nicht vorher unglücklich endet. Also ich würde mir wünschen, dass die beiden dort noch ankommen. Ja, mal schauen. Also ich, ja, sehr interessant, wie gesagt. Die Autofahrt jetzt. Ja, ich denke mal, vielleicht kitzelt da noch ein bisschen was aus hier raus. Schauen wir mal. Nächste Kapitel heißt ja Landkarten. Keine Ahnung, entweder geht es dann darum, dass sie dort ankommen oder es geht darum, dass sie den Weg nicht finden. Ich weiß es nicht. Wir werden uns überraschen lassen müssen. Und ja, ich hoffe, ich habe jetzt nicht zu sehr hab heute so ein bisschen Sprachprobleme, also ich hoffe, es ist in Ordnung noch. Schauen wir mal. Ist alles okay. Und ja, bin gespannt auf den nächsten Part. Ich hoffe, ihr auch. Bis dahin, macht's gut, Leute. Ciao. Bye-bye.